Herr Stadler, in der Raiffeisenbank Rheindorf in Lustenau hat es heute Morgen eine Bombendrohung gegeben. Was hat die Polizei vorgefunden? Ja, so wie es uns angezeigt wurde, haben Bankangestellte beim Betreten der Bank zu Arbeitsbeginn um 7:45 ein Schreiben vorgefunden, auf dem eine Drohung geschrieben war, dass in den Räumlichkeiten der Bank eine Bombe platziert sei und es sich um keinen Scherz handle. Daraufhin wurde natürlich die Bank evakuiert bzw. auch gesichert und durch sprengstoffkundige Beamte durchsucht. Im Zuge der Durchsuchung ist eine Schachtel gefunden worden, die auffällig war, weil sie von der Platzierung her nicht so sein sollte, wie es eben vorgefunden wurde und auch von den Angestellten nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Allerdings hat sich dann im Zuge der weiteren Ermittlungen herausgestellt, dass außer Schrauben Gott sei Dank keine Bombe in der Schachtel platziert war. Somit hat es sich doch um einen schlechten Scherz gehandelt? Schaut danach aus, aber bezüglich der weiteren Ermittlungen laufen noch im Hinblick auf Ausmittlungen der Täterschaft. Sachbearbeitende Dienststelle ist die Polizeiinspektion Lustenau. Gibt es schon irgendwelche Hinweise zu dem oder den Tätern? Ja, beim derzeitigen Ermittlungsstand möchte ich darüber keine Auskunft geben.